Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 989. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Viel fehlt wirklich nicht mehr, wir sind knapp vor der 1000 und auch hier fehlt nicht mehr viel, denn maximal noch, sage ich mal, 4 Stockwerke und der Stadtkern ist fertig. Und weil wir so nah sind, möchte ich natürlich keine Zeit verlieren und ich denke mal, dass wir jetzt heute auf jeden Fall mal noch ein weiteres Stockwerk bauen werden. Eine kleine Schwierigkeit, die wir dabei aber haben, ist, ich habe keine blaue Farbe mehr. Und wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich auch gar... Okay, doch. Ich weiß wieder, wie ich blaue Farbe kriege. Und zwar so. Wunderbar. Dann einmal Terracotta. Einmal so. Einmal so. Und dann können wir hier direkt nochmal ein paar Fenster draus machen. Weil wir auch da nicht mehr allzu viele von haben. In der richtigen Farbe. Das können wir schön wieder hier hin tun. Das gelbe, frumse Eck können wir wieder wegtun. Und dann würde ich sagen, packen wir da oben jetzt ein blaues Geschoss drauf. Wir müssen mittlerweile echt aufpassen, dass wir hier nirgendwo gegenfliegen. Aber wir sind ja nicht von gestern. So, eine Sache, die wir vorher aber noch machen müssen, ist hier wieder eine Decke reinsetzen. Dann ist es auch leichter, das nächste Stockwerk zu bauen, wenn wir hier nicht nur komplett über die Ränder laufen können. Und ich weiß, wir haben bei einer der unteren Etagen immer noch ein paar Löcher, die wir noch mit den richtigen Farben flicken müssen. Aber ich habe keine Lust, diese Farben zu holen. Und gerade zum Beispiel habe ich es auch wieder vergessen. ja. Naja. Ich sehe auch gerade, dass mit den 3 hohen Fenstern da auf den Ecken funktioniert überhaupt nicht, weil auf dem höchsten Block davon schon wieder die Decke kommt. Bedeutet, ich brauche auf jeden Fall auch nochmal die gelbe Farbe, die ich gerade eben weggeräumt habe, um das noch auszufüllen. Weil wenn ihr seht, hier kommt die Decke hin, dann kann man da auf den Block schlechten Fenster hinmachen. Also man kann, es bringt halt nur nichts. Deswegen machen wir das auch nicht. So. Dann einmal kurz gucken, wo ist das Weiße? Hier ist das Weiße. Dann machen wir zack und zack und zack und zack, zack und zack und zack und zack und zack. Dann machen wir das genauso hier vorne natürlich auch. Ihr kennt das mittlerweile. Ihr seid ja nicht von vorgestern. Kennt ihr die eine? So eine, weiß ich nicht, so eine schwarze, mittelalte Frau, die bei X-Factor oder Britain's Got Talent oder irgendwas war, die Comedy machen wollte, sage ich mal. Und die dann extra auch so einen Kurs belegt hatte, wo sie dann gesagt hat, sie hat $200 dafür ausgegeben. Und dann haut die den ersten Witz raus. Are you all right? Und dann das Publikum, ja, okay, ja. Und die, es ist so schlecht. Und die sagt einfach eiskalt, no, you are all left. Ist so kacke. Und das komplette Publikum ist einfach still. Keiner lacht natürlich, aber keiner macht irgendein Geräusch. Weil die einfach geschockt sind, dass die gerade gedacht hat, das ist witzig. Das ist so gut. Das ist so ein guter Clip. Müsst ihr euch mal angucken. Are you all right? No, you are all left. Das ist so dumm. Könnte ich mich drüber beömmeln. Mache ich ja sogar. So. Wir machen aber nichtsdestoweniger trotz weiter mit unseren tollen Etagen. Und ich mag dieses Blau so gerne, ne? Das ist so eine schöne Farbe hier einfach. Es könnte noch ein bisschen heller sein, so ein bisschen mehr hiermit verwandt sein. Dann wäre es noch ein bisschen sommerlicher und das wäre natürlich nochmal cooler. Aber so ist auch ziemlich nice. Deswegen will ich mich mal nicht beschweren. Wir haben schon mal deutlich hässlichere Farben gehabt. Lohnt es sich jetzt hier? Ja, komm. Scheiß drauf, machen wir einfach. Kann ich das nämlich hierhin wieder reinsetzen. Hier können wir jetzt aber mal ein großes Fenster hinsetzen. Und ich würde vielleicht so machen. Muss niesen, typisch. Da sind wir wieder. Nicht, dass ich das rausgeschnitten habe, aber ich bin wieder da. So, ich will hier ein Einzelfenster, weil man hier jetzt noch nicht so viel sieht. Und hier können wir dann 2 große Fenster hinmachen. Wie wäre das? So. Und dann... und so, so und so. Ist das schön, dass man endlich mal direkt beim Bauen die Fenster schon reinsetzen kann. Weil das können wir sonst nie.
Weil wir nie genug haben. Das ist mal eine schöne Entwicklung. Ich will nicht sagen, dass das jetzt für immer so bleibt, weil ich kenne mich und das wird das auf jeden Fall nicht. Aber für den Moment haben wir ja auf jeden Fall ziemlich viele Scheiben auch noch im Vorrat. Dings. Ja, ist wieder falsch. Handy rastet auch wieder aus. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Machen wir noch so. Und hier kommt natürlich dann auch noch ein Fenster rein. Weil hier ist zwar direkt ein Haus, aber es ist auch nicht mehr so groß. Ich dachte tatsächlich, es wäre ein bisschen kleiner, als es wirklich ist. Aber ist egal. Werden wir schon mit fertig. Mein Gott, Handy. Den ganzen Tag ist es ruhig. Dann nimmt man einmal auf und es rastet aus. So, machen wir das noch schnell fertig. Und dann müssen wir uns auch mal wieder um das nächste Haus kümmern. Weil da bin ich mir echt unsicher, wie wir da vorankommen. Wegen dem Trümmer, der hier halt auf der... Wegen der Ecke. Die Ecke, die macht mir da echt so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Auch wenn es ziemlich cool aussieht, dass diese beiden Häuser verbunden sind. Das ist halt eigentlich nicht der Plan gewesen. Aber der Trümmer ist halt so ein großer Trümmer geworden, dass wir nicht wirklich eine Wahl haben, als sie zu verbinden. Aber ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Es geht ja gerade darum, keine Regeln zu befolgen hier bei dem Baustil. Und einfach so zu bauen, wie man das gerade wollte. Und auch wenn ich das dann vielleicht nicht wollte, dass die sich berühren, wollen die Bewohner, die da wohnen, das aber. Und das ist ja auch okay. Dann haben wir auch ein bisschen Lore. Ein bisschen Geschichte in der Welt, die wir nicht mal selber gemacht haben. Habe ich noch irgendwo ein paar einzelne nicht Scheiben, sondern Fensterblöcke? Also Glasblöcke? Nee, ne? Das ist ja auch wieder typisch. Okay, dann nicht. Alright. Als nächstes, blau kann weg. Wieso hatte ich da zwei? Egal. Nehmen wir nochmal kurz das hier. Ah, das funktioniert überhaupt nicht. Man muss ja dann komplett da drum rum. Das kann ich ja gar nicht damit. Egal. So. Wir haben... Könnte knapp werden, damit noch eine komplette Etage zu bauen. Nebenbei, ich wurde auch gefragt in den Kommentaren, wie kommt man denn in die Stockwerke rein? Mit einer Menge Fantasie. Wir tun einfach so, als wäre in der Mitte irgendwo ein Aufzug. Weil wenn wir hier jetzt noch Treppen bauen, erstens wird das super kompliziert, weil die ja schräg sind. Und zweitens weiß ich nicht, ob das so cool aussieht. Bei manchen Häusern sieht es auf jeden Fall cool aus, aber nicht bei allen. Weil dann ist es auch nichts mehr Besonderes, wenn es nichts Besonderes mehr, wenn es dann mal ein Haus gibt, was das hat. Deswegen, ja. Wir brauchen irgendwie mehr Farben. Mir gehen langsam die Farben aus, also die Farbvarianten, weil wir haben Orange, Grün, Gelb, Blau. Was kommt da jetzt noch oben drauf? Pink haben wir hier schon. Grün, das dunkle Grün, ist zu ähnlich. Rot ist zu ähnlich mit dem Orange eigentlich, aber wir haben eigentlich keine Wahl. Das ist so ein bisschen blöd. Nehmen wir direkt mehr mit, ich weiß eh, dass das nicht reicht. Haben wir Mangrovenholz noch so? Ja, haben wir. Dann könnte man ja vielleicht ein bisschen zumindest das auch benutzen für das andere Stockwerk, für das letzte Stockwerk. Dann machen wir heute erstmal noch hier das komplett und dann morgen vielleicht bei dem weiter. Das macht mir nämlich gerade nicht mehr Spaß, aber ich weiß hier zumindest, was ich gerne machen möchte. Weil bei dem anderen Haus bin ich echt noch ein bisschen überfragt. Nein, dummes... Bei dem anderen Haus bin ich mir immer noch nicht genau sicher, wie wir das jetzt genau machen. So. Zack. 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 Naja, nicht perfekt. Egal. Obwohl, warte mal. Ich kann so machen, dann ist es doch wieder richtig. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, passt. Okay. Dann müsste das hier ja eigentlich auch aufgehen. Ja, eigentlich schon. Tut es auch. Geil. Alright. Warum ist da ein Loch?
Ich dachte vorhin, mir fehlt da ein Fenster, aber ich glaube, ich wollte das noch da reintun. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, als nächstes dann wieder das Weiße hier hin. Ne, der ist zu viel. Dahin, dahin, dahin. Habt ihr eigentlich den Trailer für diesen Napoleon-Film gesehen? Ich bin echt ein Idiot. Das ist doch wieder genau falsch. Habt ihr den Trailer davon gesehen? Ich fand, der sah echt cool aus. Also, irgendwie, und da habe ich gleich auch noch was zu, aber irgendwie machen die ja heutzutage über alles einen Film, wo du dich fragst, ist das nötig? Muss das sein? Und oft ist die Antwort auf die Frage ein deutliches Nein. Aber das sah überraschend vielversprechend aus, fand ich. Bin ich mal sehr gespannt, wie das letzten Endes wirklich wird. Ich glaube... Oh ja, guck mal, das passt richtig gut. Pass is very good. Nein. Scheiße. Dann Fenster. Concrete. Machen wir hier auf die Ecke wieder so ein Fenster. Ich finde die echt nice. Weiß nicht wieso. So. Dann so. Wenn wir hier das Fenster schon mal zumachen. Jetzt kann man natürlich auch endlich über das Haus drüber gucken. Sehr gut. Dann eventuell so. So, was ich noch sagen wollte, nämlich, ich habe gestern noch einen Trailer geguckt von einem anderen Film, der jetzt, ich glaube, nächstes Jahr oder irgendwann rauskommen soll. Ich weiß es nicht. Der heißt Dumb Money. Und der ist einfach über diese Wall Street Bets und, wie heißt es? GameStop-Geschichte damals. Haben wir da jemals hier in dem Let's Play drüber geredet? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde sagen, auf Anhieb nein, aber ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall fand ich das damals ziemlich krass. Ich finde nur krass, dass die halt jetzt schon einen Film darüber machen, wo die Geschichte streng genommen ja noch gar nicht vorbei ist. Aber gut. Ich meine, da gibt es ja immer noch, das ist ja noch nicht komplett gegessen, dieses Thema. Weil es war halt ganz offensichtlich Börsenbetrug. Aber gut. Können wir eh nichts gegen machen. Das ist zwar dumm, sowas auch zu sagen, aber ist so. Mit irgendwelchen Hedgefonds müssen wir uns jetzt als Minecraft-Let's Player nicht unbedingt anlegen. Auch wenn man es eigentlich machen sollte. Aber gut. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine Wand hin. Hier machen wir ein Fenster hin. Damit man da nicht genau in das Fenster reinguckt. Das ist ja auch irgendwie doof. Mach mal Tag, ich sehe nichts. Danke. Und dann machen wir hier nochmal ein großes Fenster rein, würde ich sagen. Dann machen wir hier ein Holz. Und hier ein Zack. Und Zack. Und Zack. Und dann haben wir auch dieses Stockwerk wieder hinter uns gebracht. Beziehungsweise... müssen wir noch die Decke bauen und da wird es jetzt natürlich wieder dran scheitern, weil wir nicht genug haben. So. Perfekt, liegen wir. Ich habe aber noch das Gelb dabei, um hier jeweils einen Block hinzubauen. Wo ich nicht mal weiß, ob ich genau der. Den will ich haben. Nein, nicht. Scheiß drauf. Ganz im Ernst. Scheiß drauf, Digga. Ich habe vorhin Gönnergy probiert. Raspberry Cheesecake, nicht Strawberry Cheesecake. Ich bin generell kein Energy-Trinker, das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich habe seit Jahren kein Energy getrunken, meistens, weil ich die Energy nicht... keine Ahnung. Und weil mir das zu süß ist. Aber der ist ja jetzt, meine ich, ohne wirklichen Zucker. Sondern nur mit irgendwelchen, wie heißt's, Süßstoffzeugs, was nie schmeckt. Deswegen weiß ich nicht, warum so viele Leute das machen. Weil ich finde, bei egal was für einem Produkt ohne Zucker, es schmeckt immer exakt gleich, weil du immer diesen Süßstoff danach auf der Zunge hast. Für 3 Stunden. Und es ist immer dadurch eklig, weil der schmeckt halt nicht. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt hier hochgeflogen bin. Und das war halt leider, weil also ich habe selten
irgendwas mal gekauft, wo das nicht der Fall ist. Was ich zum Beispiel habe und was ich auch nicht gedacht hätte, dass es funktioniert, sind diese Puder, die du dir in den Joghurt oder so packst, dass das dann wirklich schmeckt. Weil meistens, ich habe das schon mal irgendwann probiert gehabt von einem Kumpel und dann war es halt wieder genau dieselbe Scheiße, dass es halt einfach genau so geschmeckt hat, wie es immer schmeckt, nach diesem scheiß Süßstoff. Aber in dem Fall war es tatsächlich mal so, oder ich habe in manchen von denen, die ich selber gekauft habe, dann endlich mal Glück gehabt und es hat tatsächlich geschmeckt. Und ich habe so ein Erdbeerzeugs und warum auch immer schmeckt das Gönnergy exakt wie dieses Erdbeerpuder. Exakt. Auch wenn das eine Himbeer ist und das andere Erdbeer. Oder sein soll, sage ich mal. Weil scheinbar ist es es ja nicht. Aber frag mich bitte nicht, wie das geht. Ich verstehe selber nicht. Eigentlich kann es nicht funktionieren. Aber es schmeckt buchstäblich exakt genauso. Das finde ich so witzig. Nur hast du bei dem Puder, bei mir zumindest, nicht 8 Jahre noch diesen Geschmack im Mund. Und ich habe den mittlerweile, glaube ich, seit einer Stunde schon. Und ich krieg den nicht weg. Und ich würde den gern wegkriegen, weil der ist jetzt echt nicht so lecker. Und ich habe es nicht ausgetrunken bis jetzt, ne? Also ich habe nur mal 1-2 Schlücke genommen. Und auch der bleibt bei mir. Aber wie dem auch sei. Morgen geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.